Na, da sieht man, es wurde erst ein Spiel gekauft von dem Ghost. Guck mal, wie viel noch da ist. Also ist doch nicht so ein gutes Schnäppchen. Hier ist Doom für die PS4. So muss man mal querfilmen. Ja. Auch nicht so interessant. Was haben wir hier noch so für schönes Zeug? Schon eine Menge. Oh, der Bienensimulator. So Leute, ihr wundert euch wahrscheinlich, warum ich hier alleine sitze. Und zwar hatten wir eigentlich ein anderes Video geplant. Wir wollten entweder ein Flohmarkt-Video rausbringen oder ein Restposten-Video. Aber schaut mal, es gibt gerade ein Gutscheinheft von Mediamarkt. Und aus diesem Anlass haben wir uns jetzt spontan entschieden, ein Video darüber zu drehen, ob es sich lohnt, diese Gutscheine zu nutzen und ob man damit Geld verdienen kann oder ob man damit einfach nur Geld sparen kann oder ob sie vielleicht gar nichts bringen. Also bleibt dran, wenn euch das interessiert. Wir fangen jetzt mal an, hier durchzublättern, was alles dabei ist. Als erstes haben wir hier einen Kühlschrank, aber ich glaube, das interessiert euch nicht so. Wir blättern mal zu Technik bzw. zu Videospielen, denn das interessiert euch ja, wie ihr alle wisst, am meisten. Und als erstes haben wir dann auch ein Angebot mit, oh, das ist auch ziemlich interessant, wenn euch auch mal Analysen interessieren zu anderen Sachen, nicht nur zu Videospielen, dann schreibt es doch mal bitte in die Kommentare. Und da ist ja schon der erste Deal, und zwar eine Nintendo Switch für 319,73 €. Hört sich auf den ersten Blick ziemlich günstig an und auch auf dem zweiten Blick ist es günstig. Wir haben mal recherchiert, ob man diese Switch günstiger finden kann. Auf otto.de gibt es gerade aktuell eine für 320 €, also gleicher Preis, aber sie ist erst lieferbar ab Ende November. Also Flop bringt uns gar nichts. Schauen wir mal jetzt bei eBay nach, und zwar bei eBay findet man auch Nintendo Switches aktuell und sie sind auch wieder vorrätig, denn sie waren ja mal eine lange Zeit ausverkauft, und zwar kosten die da aktuell gerade 330 bis 380 €. Kann man kaufen, wenn man es für sich persönlich braucht, aber für den Resell ist es absolut ungeeignet. So, wir fahren jetzt fort. Wir sehen hier jetzt Figuren. Kaufe 4, zahle 3, nein, 4 für 3. Vielleicht habe ich es auch gerade richtig gesagt, keine Ahnung. Auf jeden Fall kenne ich diese Figur nicht, deswegen gehen wir mal weiter, aber ich könnte mich auch schlau machen. Was haben wir hier noch Interessantes? Hier gab es auf jeden Fall noch weitere sehr interessante Sachen. Ach genau, und zwar eine PlayStation 4 mit 2 Controllern und dem Spiel Ghost. 328 € hört sich eigentlich ziemlich gut an, weil jeder Controller kostet ja normalerweise 60 €. Das Spiel kostet auch 60 € und insgesamt kostet dann die PlayStation extrem wenig. Ich bin jetzt zu faul, um es auszurechnen, aber ihr rechnet ja sicherlich alle fleißig mit. So, jetzt vergleichen wir mal Angebote. Und zwar gibt es gerade auch eine PlayStation 4, aber mit 500 GB für 299 € bei Real. Was eigentlich ziemlich günstig ist, aber ich finde dieses Angebot auch deutlich besser, weil hier kriegt man 1 TB und auch noch das Spiel. Also würde ich auf jeden Fall dieses Angebot bevorzugen. Und auf anderen Plattformen findet man auch aktuell nichts günstiger, aber zum Weiterverkaufen ist es ebenfalls ungeeignet. Aber keine Sorge, es kommt gleich eine Sache, wo man definitiv auch mit diesem Gutscheinheft sogar auch ein bisschen Geld verdienen kann. Bleibt dran. So, als nächstes haben wir hier noch eine Speicherkarte mit 64 GB für gerade mal 11,70 €. Findet man eigentlich nur ganz selten günstiger, höchstens vielleicht auf dem Flohmarkt. Für den persönlichen Gebrauch auf jeden Fall geeignet. Aber jetzt kommen wir endlich zu einer Sache, was wirklich sehr interessant ist. Und zwar seht ihr hier das Angebot mit 3 Spielen für 47,77 €. Das heißt, ihr könnt 3 Spiele kaufen und zahlt nur 47,77 €. Und da muss man sich schon ein bisschen auskennen und auch mal ein bisschen schauen, was die Spiele so auf eBay bringen. Einer aus unserer Telegram-Gruppe hat wirklich einen ziemlich guten Deal gemacht und hat 3 Sachen rausgesucht, die man auch wirklich gewinnbringend verkaufen kann. Und die möchte ich euch jetzt einmal zeigen. So, wir nehmen jetzt mal 3 Spiele, die unser Member aus der Telegram-Gruppe rausgesucht hat und gekauft hat. Grüße gehen raus an dich, Julian. Danke nochmal dafür. Und zwar hat er 3x FIFA 20 gekauft. 3x FIFA 20 für 47 € lohnt sich aktuell noch sehr. Wenn man die jetzt noch schnell verkauft, wird man auf jeden Fall seine 75 € rausholen, was auch ein netter Gewinn von knapp 25 bis 28 € ist. Nimmt man noch die ganzen Gebühren ab, ist man trotzdem bei 20 €, aber wer 20 € dazu verdienen will, kann man machen. Dann hat er noch für den PC Doom gefunden und für die Xbox ebenfalls Doom. Und die Spiele gehen auch jeweils einzeln für knapp 20, 25, manchmal sogar 30 €. Ach, hier ist das Spiel, was unser Kollege gekauft hat, genau 3x vorhanden. Also da könnte ich bis jetzt, bis,
so ein bisschen Geld schon machen. Wenn bei euch noch in eurem Mediamarkt noch Doom-Spiele da sind, für Xbox oder für den PC, dann nehmt das mit. Schaut mal selbst bei eBay die Preise. Ich habe euch die selbst auch nochmal rausgesucht und lasse die jetzt gleich hier wieder einblenden. Und ja, vielleicht gibt es noch weitere coole Aktionen, von denen ich nichts weiß oder die ihr rausgefunden habt. Schreibt es mal bitte gerne in die Kommentare. Darüber würde ich mich sehr freuen und ich denke mir auch viele, die dieses Video vielleicht ansehen werden, werden sich auch darüber freuen und werden Danke sagen. So, wir kommen jetzt mal zum letzten Gegenstand beziehungsweise zum letzten Objekt, was noch interessant sein könnte. Und zwar, ich hoffe, ihr schaltet noch nicht weg. Es ist nicht allzu langweilig. hier. Von Nintendo Switch, der Ring Fit Adventure Ring. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe, ist auch egal. Es geht ja darum, ob es günstig ist. Auf jeden Fall sieht es auf den ersten Blick wirklich günstig aus mit 77,97 €. Und auf den zweiten Blick ist es eigentlich nicht mehr so günstig, weil wir haben mal die eBay-Preise gecheckt. Und dieses Objekt oder dieses Gerät findest du auch gerade für 70 €. Und deswegen würde ich zum Mediamarkt jetzt nicht gehen, um das zu kaufen. Wir haben auch andere Seiten gecheckt. Am besten eignet sich beispielsweise Idealo dafür. Nee, nicht bei Idealo. Und zwar bei Amazon fängt dieser Ringfit erst bei 105 € an. Also wenn man so vergleichen würde, dann ist es schon günstig. Aber für die meisten Reseller, die auch unseren Kanal hier angucken, ist es sehr ungeeignet. Damit verdient ihr kein Geld. Für einen persönlich ist es okay, aber ihr könnt es auch ein bisschen günstiger noch bei eBay finden. Vor allem bei Auktionen sind die oft sehr günstig. Da kriegt man die auch mal für 60-65 €. Und ja, wir nähern uns jetzt leider schon dem Ende. Das ist jetzt auch schon die letzte Seite. Hier gibt es noch einen schönen Dyson-Staubsauger. Den bräuchte ich vielleicht auch mal, um hier den ganzen Staub wegzusaugen. So Leute, wir kommen jetzt mal zum Fazit. Ich persönlich finde ganz cool, dass Mediamarkt mal so eine Aktion gestartet hat. Können die ruhig mal öfters machen. Die Spiele mit den 3 Spielen für 47 € ist wirklich sehr interessant. Da kann man echt was verdienen. Bei den anderen Sachen ist es eher so, wenn ihr was für euch persönlich sucht, sind es echt gute Preise, die man selten günstiger findet, beziehungsweise aktuell. Geht in den Mediamarkt mit dem Gutscheinheft, wenn ihr jetzt einen Staubsauger braucht, einen Kühlschrank oder sonst was. Geht hin und kauft das Zeug. Ja, das war's mal von meiner Seite aus. Ein Video, wo ich diesmal nur ganz alleine bin, ohne den Patrick, denn der muss ackern, ackern, ackern. Es folgen jetzt bald wieder schöne Flohmarkt-Videos, schöne Restposten-Videos und ich hoffe, ihr verfolgt uns weiterhin. Danke für eure Unterstützung und wenn ihr weiterhin irgendwelche Tipps habt an uns, immer gerne her damit. Ich bin offen für Tipps. Ciao.